Kia hat die Optima-Familie vergrößert und damit dem Drängen europäischer Kunden nach mehr Raum und mehr Umwelttechnologie entsprochen. Somit bringt Kia mit dem Optima Sportswagen seinen ersten Multiklasse-Kombi auf den Markt. Zugleich aber wird das neue Angebot durch den Optima Plug-in Hybrid erweitert. Leider wird die Variante des Plug-in Sportswagens aber erst Mitte 2017 verfügbar sein, während die anderen Modelle und der Plug-in in der Limousine bereits im Markt gestartet sind. Die 4,86 Meter lange Limousine zeigt mit ihren modernen Oberflächendetails, den scharf gezeichneten Linien und Kanten sowie der weiter gestreckten Silhouette eine stärkere Straßenpräsenz als das Vorgängermodell. Der Optima Sportswagen hat nahezu identische Außenmaße wie die Limousine, nur ist er um 5 mm höher. Die Frontansicht wird geprägt durch die typische Tigernase mit dem Gitter in Metallglanzoptik und seitlichen Lufteinlässen im Stoßfänger. Der Optima Plug-in Hybrid wurde zum Basismodell aerodynamisch weiter optimiert. Ein Erkennungsmerkmal der neuen Antriebsvariante ist der aktive Kühlergrill, der nur bei Bedarf geöffnet wird. Zur Reduzierung des Luftwiderstands tragen zudem neu gestaltete Front- und Heckstoßfänger bei. Das Resultat ist ein CW-Wert von 0,25, während der Kia Optima ohne Hybridantrieb auf 0,27 kommt. Die geringfügig vergrößerten Dimensionen zum Vorgänger fallen kaum auf. Die Seitenansicht zeigt ein gestrecktes Fahrzeug, dank der verlängerten Fenstergrafik, deren Abschluss nun ein separates drittes Seitenfenster hinter der Fronttür bildet. Die Linie mit dem flach in den Heckstummel abfallenden Dach zeigt Nähe zur neuen Kategorie der viertürigen Coupés. Das Fahrzeug mit Steckdosenanschluss hat eine rein elektrische Normreichweite von bis zu 54 Kilometern, mobilisiert eine Gesamtleistung von 151 kW bzw. 205 PS und begnügt sich laut NEFZ mit durchschnittlich 1,6 Litern Kraftstoff pro 100 Kilometer. Daraus resultieren 37 Gramm CO2 pro Kilometer. Im batterieelektrischen Betrieb kann er bis zu 120 Stundenkilometer schnell fahren. Zum Antriebssystem gehören neben dem 2,0 Liter Benzin-Direkteinspritzer 156 PS, ein Elektromotor mit 68 PS und eine Lithium-Ionen-Polymer-Batterie mit einer Kapazität von 9,8 Kilowattstunden. Einen besonderen Vorteil des unterstützenden Elektromotors erfährt der Pilot des Plug-in beim Beschleunigen oder beim Anfahren, zum Beispiel an einer Ampel. Durch die Kraft der beiden Motoren kann er so manchen Ampelstart problemlos für sich gewinnen. Danach braucht der Hybrid bis zur 100 km/h-Marke nur 9,4 Sekunden. Auf die Vorderräder übertragen wird die Antriebskraft durch ein 6-Stufen-Automatikgetriebe sowie den an das Getriebe gekoppelten Elektromotor. Der Kia Optima Plug-in Hybrid kostet in der Einstiegsversion Attract 40.490 Euro. Inklusive der staatlichen Kaufprämie für Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge in Höhe von 3.000 Euro, die zur Hälfte vom Hersteller getragen wird, ist die Limousine damit ab 37.490 Euro erhältlich. Jedem, der vor der neuen Technologie etwas zurückschreckt, sei gesagt, dass sich der Hybrid wie alle Hybriden so problemlos und ohne große Eingewöhnung fahren lässt wie jedes andere Automatikfahrzeug.